Ja, herzlich willkommen zu Wirtschaft verstehen. Wir sind hier auf dem Immopreneur Immobilienkongress in Darmstadt und ich habe hier den Francesco bei mir. Ja, und der ist hier auch ganz bekannt. Vielleicht kennt der ein oder andere auch schon im Bereich Mallorca Immobilien. Ne? Grüß dich. Hi, servus. Hola eigentlich. Hola, ja. Genau. Hola, ¿qué tal? Ne? Hola, ¿qué tal? Ja. ¿Todo bien? Ja. Ja. Muy bien. Muy bien. Un poco. Ja. Ja. Una grande Sangria, dafür reicht es dann noch, oder Cerveza. Aber, ja, aber das ist ja meistens schon, ja. Wenn man dann die richtigen Stellen auf Mallorca genau, ist, ja, da reicht es komplett aus. Ja. Und Pagar vielleicht noch, ja. Also dass du zahlst, ne? Ja. Oder una cuenta. Genau, das reicht, das kriegen wir noch hin. Ja. Ich habe schon mal ein guter Start, du kannst jetzt als Immobilieninvestor starten. Genau. Das sind die Voraussetzungen. Ja. Also für mich ist es schon mal spannend, ich baue schon natürlich öfters auf Mallorca, bin immer sehr gerne dort. Und ja, jetzt wollen wir erstmal drüber reden. Ne? Stell dich doch mal vor, ja, wie war so dein bisheriger Werdegang und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt auf Mallorca lebst, ne, sogar und auch investierst und anderen auch zeigst, wie man da investieren kann? Ja. Zumindest mal probier es. Ja. Also ich lebe hier auf der Insel seit 2014, nachdem ich 2006 beschlossen hatte, irgendwann mal auf diese wunderschönen Trauminsel, scheinbar die Deutschen sagen ja weltweit die Insel schlechthin, also das soll ja wohl die Insel 17. Der, Bundesland, ne? Das kommt noch dazu, im Übrigen relativ stark eingepriesen und auch, wir müssen dankbar sein, dass die Deutschen da sind, weil die haben einiges bewegt, also das vorausgeschickt. Also nein, 2006 war der Entschluss, dass ich irgendwann mal auf diese Insel komme, da war ich in der Nähe von Santa Ponsa in einem Hotel und irgendwann mal stand ich da in diesem Hotel direkt am an so einem Infinity-Pool und schaue da in die Ferne raus und irgendwie kam so ein wunderbares, schönes Licht auf mich zu und da sagte ich, hier auf dieser Insel werde ich leben. Das war so mal der Start. Und dann wurde es realisiert in 2014. Also 2014 habe ich dann echt beschlossen zu sagen, warum denn hier aus der Schweiz arbeiten, weil ich lebe in der Schweiz. Ich könnte ja auch schon remote arbeiten. Ich hatte da ein Unternehmen in der Schweiz oder mehrere Unternehmen in der Schweiz und habe dann angefangen in 2014 mein Geschäft aus Mallorca zu machen, also eigentlich aus Jukmajor sogar. So begann die ganze Geschichte. Bin aber jeden Mittwoch dann nach Genf geflogen, um 6.40 Uhr, weiß ich noch wie heute. Und um 9.30 Uhr war ich echt im Büro und am Freitag immer wieder zurück und immer in Arenal am Ende des Tages. Am Freitag waren wir immer Arenal. Feiern, ja. Ja, Essen. Essen, okay. Ja. Aber da eben entstand auch der Gedanke, in Immobilien zu investieren. Warum? Weil ich eben auf einem Seminar war von einem sehr großartigen Menschen, Gerald Hörhan. Und da habe ich einige Dinge kennengelernt. Ich kam ja eigentlich in Deutschland aus der Immobilienbranche und bin da relativ kräftig auf die Nase gefallen. Aber das vielleicht beim nächsten Mal. Und wollte eigentlich nie wieder was mit Immobilien zu tun. Also ich war Immobilien ein rotes Tuch, rote Karte, schlecht. Jetzt haben wir es hier. Genau. Lila Tuch. Ne? Genau. Ja. Aber ich habe dann angefangen eben zu sagen, Mensch, das, was die in Deutschland machen, das könnte ich doch hier auf der Insel auch machen. Und habe einfach angefangen. In Bayern holt, muss ich dazu sagen. Ja. Ja, aber also ich stelle mir das schwierig vor, weil ich weiß ja nicht, es fängt ja an mit der Sprache. Konntest du Spanisch? Nein. Genau. Das eine und das andere ist, man hat es ja hier schon nicht leicht. Und wenn ich dann da im Ausland versuche, Immobilien zu kaufen, ja, also stelle ich mir als persönlich schwierig vor. Und dann muss ich ja auch das ganze Know-how, ne, wie ist es da mit dem Rechtlichen, mit dem Melden und Grundbuch und so weiter. Ja, in der Tat. Wie lief das so ab? Also zunächst einmal ist es so, da ich seit 2006 eigentlich in die Schweiz ausgezogen oder ausgewandert bin aus Deutschland, habe ich natürlich auch schon in der Schweiz gelernt, wenn du was bewegen willst, dann musst du in den Local-Markt rein. Du musst dich also anfreunden mit den Menschen, die dort leben, also mit den Schweizern in diesem Fall. Du musst die verstehen, du musst dich anpassen. Und nicht die müssen dich an dich anpassen, sondern du musst dich an denen anpassen. Das verstehen viele Leute leider nicht. Wenn du in einem fremden Land gehst, musst du dich an denen anpassen. Und da war es ganz klar für mich, ich muss die Sprache lernen. Und ich muss mit Menschen sprechen, die Mallorquiner sind, Spanier sind. Ansonsten macht es keinen Sinn. Und das habe ich im Griff. Das habe ich relativ schnell gelernt. Die Sprache auch gelernt. Ich bin ein bisschen sprachaffin. Ja. Das war dann auch noch eine Challenge, aber das habe ich hingekriegt. Und so habe ich dann begonnen, mit den Spaniern eigentlich zu sprechen und eben auch die Handwerker aufzubauen. Das ist auch das nächste Thema. Es wird ja immer erzählt, ja, die spanische Handwerker, mañana. Ne? Ja. Das ist gar nicht so, wenn du einen guten Bauleiter hast und eben die Sprache sprichst und schnell bezahlst, dann ist mañana Zahltag. Und das ist dann gut und das ist dann wieder ein, sag ich mal,
ein mehr oder weniger Druckmittel, um die dann auch wirklich an das Arbeiten zu bringen. Also so habe ich dann einfach von heute auf morgen begonnen, habe natürlich 1000 Fehler gemacht, die ich dann auch in meinem Kurs eben beschreibe, weil wir als Schweizer leider ein bisschen diskriminiert werden, steuerlich gesehen. So habe ich die ersten Wohnungen schnell gekauft und blute heute noch, weil wir einfach hier steuerlich veranlagt, also schlechter veranlagt werden als Europäer. Okay. Aber wie kann man sich konkret, du hast also noch in der Schweiz gelebt und hast von da aus dann Kontakte geknüpft und die ersten Deals dann genau, ich hab, quasi aus der Schweiz. Genau, ich habe im Winter in der Schweiz gelebt. Genau, ich habe im Winter in der Schweiz gelebt und war ab April bis November immer auf der Insel. Ah, okay. Und eben jeden Mittwoch hin und her geflogen. Ja. Habe also gearbeitet, Samstag, Sonntag bis Mittwoch, Thema Immobilien, wenn es möglich war. Immer am Feierabend natürlich, by the way. Ja. Und habe dann aber eben auch da Netzwerke versucht zu schaffen. Und insbesondere ein Bankennetzwerk, weil ich, was ich verstanden habe, ist, du kriegst keine guten Immobilien auf dem offenen Markt. Du musst on-Markt gehen und wer ist der Beste, ist wahrscheinlich die Bank. Und so konnte ich, habe ich es geschafft, an Kontakten ranzukommen, die mir dann eben Objekte aus dem Zwang, also aus dem Bankenverwertung, nicht mal Zwang, aus der Bankenverwertung zu liefern. Und die konnte ich kaufen zu günstigen Konditionen. Aber du warst selbstständig, ne? Ich habe eine Aktiengesellschaft in der Schweiz gehabt, war dort angestellt, die wir dann verkauft haben, dann an einer börsennotierten Bank. Okay. By the way, also ich war angestellt bei meiner eigenen Gesellschaft, bei der Tochtergesellschaft dieser Bank und habe dann eben angefangen, die Immobilien privat zu kaufen, bis ich dann verstanden habe, das ist nicht gut, mach das nicht, Francesco, weil da zahlst du einfach zu viel. Ja. Und dann habe ich angefangen zu verstehen, wie das auch firmentechnisch funktioniert. Ja. Und dann habe ich die ersten SLs gegründet. Ja, krass, ja. Ja, also ich denke, es ist auch ein Traum natürlich, auf der Insel zu arbeiten und zu leben für viele, ne? Und da entsprechende Deals aufzutun. Sagen wir mal so, du hast jetzt ja eine Entwicklung gesehen, ne? Wahrscheinlich Boomjahre, auch Jahre, wo es vielleicht stagniert hat oder rückläufig war, ich weiß es nicht. Kannst ja mal sagen, wie waren so die letzten Jahre und wie ist es aktuell? Wir haben im Moment gewisse Probleme, ne? Ja. Wie ist es so? Auf Mallorca mit den Immobilien. Also ich kann eins sagen, von 2014 bis jetzt haben wir einen extremen Boom. Heute noch ist der Boom da. Wir haben, die Preise sind explodiert, sei es in der Entwicklung der Immobilienpreise, aber auch der Mietpreise. Wir haben eher ein Problem, dass wir keine Mietwohnungen haben und dadurch Fachkräftemangel sogar jetzt bekommen. Also dadurch zum Beispiel sind viele Spanier, es kommen ja sehr viele aus dem Festland zu uns zum Arbeiten, die kommen nicht mehr, weil sie sagen, die Miete ist so hoch, dass wir uns das nicht leisten können. Ja. Und es gibt auch keinen günstigen Wohnraum, weil es einfach teuer ist. Das heißt also, die Preise sind extrem hoch immer noch, die Mieten steigen immer höher. Und wir spüren noch nicht wirklich dieses Problem, was man hier in Deutschland spürt. Das spüren wir noch nicht. Wir haben natürlich leichte, so kleine Hagelschläge, die kommen. Ja. Aber wir haben das Thema noch nicht. Wir haben halt eine viel größere Zielgruppe. Wir sind international aufgestellt, der Markt ist sehr liquide, das muss man einfach sehen, da hängt einfach viel Geld. Ja. Wir greifen auch neue Märkte an, wie zum Beispiel die USA. Wir haben jetzt seit Juni Direktflüge von Palma nach New York, die 95% ausgelastet sind. Die ganzen Amerikaner kommen jetzt, soll ja auch die ganze Palma Beach, also Arenal, soll ja jetzt ein bisschen auch umgewandelt werden, die wollen ja mehr Amerikaner haben. Also wir spüren da noch nicht wirklich viel, vielleicht im Fix- und Flip-Bereich haben wir ein bisschen eine kleine Delle, aber wir haben nicht diese Angstzustände, die wir hier haben. Also hier ist es extrem. Ja, ja. Ich spüre das ja hier sogar auf dem Seminar oder auf dem Kongress hier, aber das haben wir nicht. Also ich würde sagen, wenn einer sich mit Immobilien beschäftigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ein schönes Portfolio hat und sagt, schauen wir uns mal Europa aus der Helikoptersicht an, welche Länder könnten vielleicht für mich in Frage kommen, da kommst du einfach auf Mallorca nicht weg. Das ist der Markt, da ist ein Markt. Ja. Aber könnte nicht auch ein Problem werden, jetzt zum Beispiel, wenn diese Fachkräfte oder einfache Reinigungskräfte und so, wenn die einfach da keinen bezahlbaren Wohnraum mehr haben, ne? Ja. Dass dann dadurch eben auch Infrastruktur dann zusammenbricht, Hotellerie und so weiter, und dass dann Attraktivität verloren geht, weil die Leute ja, die einfachen Arbeiter da fehlen, ne, in dem Sinne, weil es zu teuer geworden ist. Ja, es, in der Tat kann es natürlich immer einen Rückschlag geben, das möchte ich nicht abstreiten, definitiv, aber es gibt auch da wieder extreme Chancen, wenn du jetzt eben den Wohnraum zur Verfügung stellst,
dann bist du einfach ein Sieger. Ja. Klar, du kannst nicht jedem den Wohnraum wahrscheinlich zur Verfügung stellen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt die ganze Branche darunter leidet. Meine, wir haben bessere Zahlen als 2019 dieses Jahr jetzt schon. Also es ist nicht so, dass es jetzt am Kippen ist, aber es ist so, man muss ein bisschen vorsichtiger sein. Ja. Das ist auch hier, muss man vorsichtig sein mit Investments, auch auf der Insel. Aber es hat, sag ich mal, ein Potenzial, ein Wachstumspotenzial. Auch die ganzen eben Mietgeschichten sind wesentlich einfacher geworden, als wie es früher war. Das ist auch so ein Thema. Ne? Also viele haben ja auch Angst, ja, was mache ich denn, wenn ich einen Spanier drin habe, der geht dann nicht raus, wie ist das Recht? Das muss man natürlich wissen. Ne? Wenn du das nicht weißt, dann hast du natürlich die A-Karte gezogen. Ja. Ne? Aber um es nochmal kurz zu sagen, die wirtschaftliche Situation sieht eher positiv aus. Man sieht es ja auch, wie viele Investments passieren, auch aus der Regierungsseite. Über 500 Millionen werden investiert auf der Insel, also wirklich in Infrastruktur. Und da tun sich wirklich viele Türen gehen auf und einige gehen natürlich auch wieder zu. Ja, ich denke, es kommt auch viel Liquidität rüber, ne? Also aus Amerika und so. Und die Leute bringen ja auch oft viel Eigenkapital mit. Ne? Ist ja vielleicht nicht so, dass sie darauf angewiesen sind, jetzt so viel zu finanzieren. Ja. Und das nimmt diesen Zinsschreck dann auch wieder da etwas raus. Definitiv. Ne? Auf jeden Fall im Vergleich vielleicht zu Deutschland, wo viele dann auch wirklich finanzieren. Ne? Ja. Ja. Wir haben, das ist ja auch so ein Thema, wir haben dieses angelsächsische System der Finanzierung, kennen die Spanier gar nicht, seit 2007, 2008. Das ist das Problem. Ne? Damals haben sie ja auch alles finanziert. Jetzt ist es so, du musst Geld bringen, du musst Eigenkapital bringen, mindestens zwischen 20% und 30%. Ach so, ja. Und zusätzlich noch die Nebenkosten, und die liegen ja auch zwischen 10% und 14%. Okay. Also du musst schon 40% mitbringen können, damit sich das für dich rechnet. Klar kannst du auch eine 100% Finanzierung aufstellen, aber du musst die Bank erst erziehen. Habe ich auch gemacht. Aber grundsätzlich, wenn einer investiert, muss er Cash mitnehmen. Wenn er keinen Cash hat, ist er auf Mallorca draußen. Ja. Funktioniert nicht. Ja. Also sind natürlich, du sagst ja selbst, du bietest auch einen Kurs an. Ne? Wir können das ja gerne auch verlinken, hier in der Videobeschreibung. Ne? Vielleicht können wir auch noch einen Rabattcode dazu packen. Ja, klar. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen den Rabattcode, da müssen wir jetzt einen Namen erfinden. Ich würde sagen, machst du das? Genau. Okay, alles klar. Dein Thema. Nein, sehr gerne. Ja. Keine Frage. Genau. Und, aber das klingt jetzt so für mich, dass das die Zielgruppe auch eher ist, dass es Leute anspricht, dieser Kurs, die auch schon ein bisschen Eigenkapital haben. Ne? Also wenn das jetzt jemand ist, der jetzt gerade anfängt und auch nichts Gespartes hat oder so, für den ist vielleicht eher nichts, oder habe ich das falsch verstanden? Absolut korrekt verstanden. Also dieser Kurs, der ist ein 9-Wochen-Kurs mit über 50 Videos. Da sind Juristen dabei, da sind Historia dabei, also Steuerberater dabei, die eben das ganze Thema Vertragsrecht auch darstellen. Auch das Thema Steuerrecht ist ja ganz, ganz wichtig. Das sind schon Leute, die bereits ein Portfolio haben, irgendwo in der Dachregion. Ein Rookie hat hier keine Chance, finde ich. Also da hätte ich auch persönlich ein Problem, weil du musst es lernen von der Materie. Und dieser Kurs ist eigentlich ein fortgeschrittener Kurs, wo du lernst, wie du eine Firma gründest, ob eine Holdingstruktur interessant ist, welche Steuermöglichkeiten es gibt, wie das mit der ETE ist. Es gibt ja bestimmte Due Diligence-Themen, die man hier in Deutschland gar nicht kennt. Aber du bist nach 9 Wochen bist du so weit, dass du sagen kannst, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wo ich die Wohnungen kriege oder die Häuser kriege. Ich weiß, wie ich mich aufstellen muss. Und ich weiß, wie man es abwickelt. Ja, cool. Ne? Ja. Na, ich sag mal, man kann sich ja vieles selber beibringen, man kann auch googeln oder so, aber das dauert dann vielleicht 2 Jahre oder was. Ja. Und man hat es vielleicht immer noch nicht richtig und auch nicht diese Erfahrungen. Du bist ja auch schon, hast du Fehler gemacht. Ne? Für sowas ist das natürlich immer gut, wenn man es komprimiert bekommt. Ne? Ja, du zahlst einfach keine Deppensteuer mehr, die ich bezahlt habe. Also gerade meine Schweizer Kollegen, achtet drauf, wenn ihr Immobilien kauft auf Mallorca, dass ihr auch einen richtig guten Steuerberater habt, weil das ist ganz, ganz ärgerlich, wenn ihr dann hier zahlen müsst, weil ihr einfach einen Fehler gemacht habt. Ja. Und da kommst du so schnell nicht raus aus dieser Nummer. Ja. Aber wie gesagt, der Kurs richtet sich ganz klar an Fortgeschrittene und nach 9 Wochen bist du ein Profi, weißt du Bescheid, wo der Hase rennt. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, also da eine Immobilie zu haben oder vielleicht zu verkaufen. Vielleicht können wir abschließend nochmal, das wird auch immer gern gehört, so ein Praxisbeispiel oder zwei, dass du mal sagst, welche Deals vielleicht mal so im greifbaren Rahmen noch, ne?
waren möglich? Hast du vielleicht abgewickelt? Was hast du da gekauft? Was war der Kaufpreis? Und ja, wie lange hat es gedauert, um es zu verkaufen? Und was kam dann am Ende dabei raus, dass man nochmal so eine Vorstellung hat vielleicht? Ja, ich kann dir vielleicht, ich erzähle sogar die erste Wohnung, weil das ist immer so, das ist so ein Thema und noch die nächste, die sicherlich auch noch spannend ist. Ja. Die erste Wohnung war ein Appartement, also Schlafzimmer und Wohn-Essbereich mit 39 Quadratmeter plus noch ein 33 Quadratmeter Terrassenfläche. Mhm. Erstbezug aus dem Bankenverwertungsbereich. Mhm. Habe ich gekauft für 50.000 Euro. Oh, wann war das? 2015. Ja. Genau, 2015 war das. Ja. Und da hat mir der Banker gesagt, der Thilo sagte zu mir, Francesco, das haben wir jetzt gerade, kauf das bitte nicht, schlechte Gegend, mach das nicht, das ist ganz schlecht. Ah, okay. Genau, und ich habe gesagt, gute Gegend, mache ich, bitte schick mir den Vertrag zu. Ja. Und dann habe ich die gekauft für 50.000 plus damals 10% Nebenkosten, 55.000, EK 20.000, also es waren eben 20.000, ja genau, 20.000 EK war es, wo ich gebracht habe. Und vermietet heute für 650 Euro und wert heute etwa 150.000. Ja. Wo, welche Region war das? In Palma. Also das ist auch so ein Thema, du musst schon wissen, wo du kaufst. Also es gibt schon ein paar gute Regionen, es gibt auch ein paar schlechte in Palma, das wissen nur die wenigsten. Also die Mikrolage ist dort extrem wichtig. Ist zwar nahe an einer schlechten Gegend, aber eine sehr gute Vermietungsgegend. La Soledad heißt es dort. Und eben, das war ein Deal. Und der andere Deal, wo vielleicht auch noch über eine Bankenverwertung kurz ansprechbar ist, das ist in El Terreno, ein Gebiet, wo extrem wieder im Wachsen ist. Aber da hatte ich auch wirklich graue Haare bekommen, weil am Ende des Tages waren versteckte Mängel drin. Und wir mussten sogar fast das Objekt, das ist ein Mehrfamilienhaus, evakuieren. Also es war ein Riesengalama, relativ viel Geld gekostet, aber im Einkauf 120.000 inklusive Makler, plus da habe ich noch ca. 35.000, 40.000 Euro in Renovierung reingesteckt, wird heute vermietet für 940, 60 Quadratmeter. Also auch das eine schöne, spannende Geschichte. Ja. Hast du diese Objekte jetzt selber noch im Bestand und vermietest alle, die? Alle im Bestand. Ich bin einer, der kann sich, das ist vielleicht ein bisschen das Problem, ich bin einer, der kann sich von Objekten relativ schlecht trennen, aber ich will mich auch gar nicht trennen, weil das Ziel war ja langfristig Buy and Hold zu machen und eben einen Vermögensaufbau zu machen. Das war so die Erstgeschichte und wir haben aber auch Sanierungsobjekte, wo wir jetzt dieses Jahr begonnen haben, wo wir dann im Verkauf haben, also wir gehen auch in die Richtung Fix und Flip, aber eher hochwertigeres Portfolios, wo wir jetzt auch testen, wie der Markt sich da entwickelt. Wir wissen, dass es funktioniert, auch von unseren Schülern heraus wissen wir jetzt auch, dass es funktioniert. Und, aber wie gesagt, du musst vorbereitet sein in diesem Markt, weil sonst ist es echt gefährlich. Ja. Vielleicht noch abschließend eine Frage, was mich interessieren würde. In Deutschland gibt es ja noch, man weiß ja nicht wie lange, aber wir hoffen, für Privatpersonen die Frist 10 Jahre, wenn es vermietet ist, danach kann man steuerfrei verkaufen, eine Immobilie. Ist das in Spanien auch so oder gibt es das da gar nicht? Das gibt es gar nicht. Was es aber bei uns gibt, ist, wenn du ein gewerblicher Vermieter bist, also sprich, wenn du Objekte hast, also 8 Stück hast, 8 Einheiten, dann kriegst du, sparst du 40% der Körperschaftssteuer. Also die Körperschaftssteuer in Spanien in einer SL liegt bei 25% und dann sparst du 40% davon, wenn du ein Vermieter bist. Da brauchst du 8 Einheiten. Aber wenn du verkaufst, egal wann, gibt es immer ein Gewinnsteuer, wo du zahlen musst. Okay. Ja. Ja. Ja, also ich denke, das ist eine spannende Sache. Ne? Dann haben wir schon vieles angerissen. Ja, und genau, von meiner Seite soweit war es das eigentlich. Nochmal abschließende Worte an dich. Also, wie gesagt, wenn du ein Portfolio hast in Deutschland oder Österreich und der Schweiz und sagst, Mensch, hier laufen die Geschichten ein bisschen nicht so ganz so gut mehr, aber ich möchte weiterhin in der Branche bleiben, dann gibt es meiner Ansicht nach, sollte man sich mal mit Mallorca beschäftigen und einfach mal das Ding antesten. Nimm einfach Kontakt mit mir auf und dann können wir mal quatschen und schauen, was passiert. Ja, nee, gute Sache, ne? Denke ich auch, ist eine spannende Sache. Und hilfst du nochmal abschließend genau eine Frage auch jetzt mit deinem Wissen Interessenten, die vielleicht sagen, ich möchte da nichts kaufen, um es wieder zu vermieten und verkaufen, sondern ich möchte eigentlich da selber wohnen. Hilft da dein Wissen auch? Oder ja, natürlich. Also wahrscheinlich. Ja, klar, absolut. Als Eigennutzer gibt es ja viele Dinge, die über
über wie sagt man, Überschneidungen. Ja. Und somit, klar, einer, der seine Ferienwohnung kaufen möchte, muss ja trotzdem wissen, auf welche, wie ist die Due Diligence, also auf was muss ich achten, wie sehen die Verträge aus, weil es gibt Contratto de Aras zum Beispiel, das sind Vorverträge, die man abschließen kann, die kannst du per E-Mail abschließen und den Kauf sichern, obwohl du noch nicht beim Notar warst. Okay. All solche Dinge, Themen, wie sieht es mit der Finanzierung aus? Kann ich aus Deutschland finanzieren oder macht es eher Sinn, in Spanien zu finanzieren? Und welche Voraussetzungen muss ich überhaupt haben, dass ich überhaupt einen Kaufvertrag machen kann? Ja. NIN-Nummer und solche Dinge. Also für einen Eigennutzer absolut, macht extrem Sinn. Ja, nee, okay, also dann besten Dank. Ne, wie gesagt, wer da weiteres Interesse hat, kann gerne in der Videobeschreibung mal schauen, da verlinke ich das alles. Ne? Und ja, ansonsten bis zum nächsten Video und bis dann. Ciao. Hasta luego. Ja. Ciao. Adios.